Ich hoffe einfach nur, dass der sich nicht vermehrt hat, ey. Krasse Beschreibung. Ja, das sah aber wirklich so aus. Vor allen Dingen alleine mit so einem dummen Tweet, Junge. Der postet einen Teller, der aussieht, als wenn er einer draufgeschissen hat. Als wenn er irgendwer, mal abgesehen von diesem dummen, provokanten Tweet, neidisch drauf ist, da einen Teller mit Scheiße nicht zu haben. Also jeder, der das Bild sieht, der fastet freiwillig 30 Tage, wenn er das essen müsste. Einfach unangenehm, solche Leute, ja. Ja, aber trotzdem, Nagori, muss man das ja nicht provokant dann posten, ne? Weil viele ja meistens zu der Zeit Essen fasten und erst abends essen. Ja, das, also, das war ja schon auf provokativer Ebene gemeint. Fries holen wir noch. BRK, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich sag auch, da muss man, also, wenn man sowas sieht, ne, klar. Nagori, könnte man sagen, sollte man nicht mehr viel sich bei denken und so oder auch solchen Leuten keine Aufmerksamkeit geben, aber ich habe auch gar keinen Bock, meinen Mund mehr dazu halten bei solchen Leuten, weil das Ding ist halt einfach, ich will auch nicht mit denen über einen Kamm geschert werden, weil ich einfach so nicht bin, ne? Ich habe mit niemandem ein Problem, ist mir egal, wer wen liebt oder aus welcher Kultur jemand kommt, ja, ich habe auch viele Freunde, die aus dem Ausland kommen oder ausländische Abstammungen haben, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Das ist mir alles scheißegal, weil am Ende des Tages zählt für mich eher, dass es wie ein Mensch charakterlich ist, ne? Und wo er herkommt oder so, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ich will halt einfach nicht mit solchen Leuten über den Kamm geschert werden. Und wenn ich da, keine Ahnung, so einen 50-Jährigen habe, der einfach nur saudumm ist, dann sage ich da auch offen meine Meinung zu. Vor allen Dingen, wenn er da sich einen Essensteller postet, um die Leute zu triggern, der dann wirklich aussieht, als wenn er da drauf geschissen hat. Und dann auch noch stolz auf den Scheiß ist, den er da fabriziert hat. Das ist einfach nur saudumm. Moin, Daniel. Das Spiel hat echt Suchtpotenzial. Xinloy, ja, auf jeden Fall. Hey, Marco, moin. Alles gut bei dir, mein Lieber? Ja, bei dir? Ja, alles bestens. Danke, danke, Mann. Okay, Salz habe ich noch im Lager. Jakobsmuschelauflauf, den haben wir, glaube ich, auch noch irgendwo hier rumfliegen. Da muss ich gleich mal gucken. Kai, dankeschön für den Follow. Liebe geht raus.
Den kann ich direkt mit nachbestellen. Kartoffelpüree können wir auch direkt holen. Bleichmittel. Holen wir einen Karton. Röstkaffee. Braunen Zucker. Normalen Zucker. Honig haben wir noch, das passt. Von dem Mehl, von dem neuen, hole ich welches. Einen Artikel kann ich noch holen. Ah, die Chips. So. Willkommen zurück. Merci, Les. Moin. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Alles gut? Ich hoffe, ja. Finde es so ätzend, dass man in den Regalen nicht direkt sieht, was in welchem Karton drin ist. Ja, ich denke mal, das werden die noch anpassen, Lara. Ich gehe mal davon aus, da werden noch viele Updates folgen, wo die das alles verbessern. Da muss man nur ein bisschen noch Geduld mitbringen. Ich gehe mal stark davon aus, wenn die jetzt hier Spielerfeedback und so reinbekommen, dann wird auch viel dahingehend angepasst, ne? Hab alles, aber keine Geduld. Eieiei. Hab jetzt gerade nicht hingeschaut, aber hast du deine Zahlungen vom Kredit gedacht? Ja, die sind schon zurückbezahlt, die Kredite. Komplett jetzt. Es gibt einen Dev und der hat mit 4.000 Verkäufen gerechnet und jetzt sind es über 600.000. Ja, mehr als verdient. Da kann er jetzt auf jeden Fall zur Not auch ein bisschen skalieren, ne? Aber so wie ich das gehört habe, sollen das zwei Entwickler sein und nicht einer. Saftbockwurst, jo, lass es dir schmecken, guten Hunger. Tilo, dann wünsche ich dir viel Spaß und danke für deinen Support. So, jetzt holen wir noch Mayo. Ich habe noch einen Kredit am Laufen, ja, aber den kann ich nicht zurückzahlen. Hier. Aber soweit habe ich alles schon gezahlt. Restliche Zahlungen 14. Ach so, der zahlt den gar nicht automatisch zurück. Hier kommen immer die Zahlungen rein und die muss man zurückzahlen. Ich habe gedacht, das macht er automatisch. Jetzt check ich das erstmal überhaupt. Und ich hätte die ganze Zeit gedacht, das ist verbuggt. Ach du Scheiße. Wenn die Frist abläuft, dann zieht er es ab. Okay, ich glaube, ich habe meinen Laden wieder gut nachbestückt. Das Einzige, was ich noch holen muss, ist Mayonnaise. Let's go. Geschnittenes Brot kann ich auch nochmal nachlegen. Ich habe die Preise nicht angepasst. Olivenöl. Nudeln sind gesunken.
Alright, das sieht alles soweit gut aus. Ich habe alles erledigt. Knack, hi! Und wenn du die übersiehst, direkt wieder Mahngebühren. Ja, deswegen musste ich voll viel zahlen, Lara. Da haben sich übelst die Sachen gesammelt. Die Versandkosten, Nicole, die werden, wenn du höher gehst, auch immer teurer. Die 2 Dollar, die machen bei mir gar nichts mehr aus. Mittlerweile. Ich glaube, Chips hole ich direkt schon mal auf Vorrat. Zumindest die. Klopapier. Habe ich da noch irgendwie was im Lager? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hole noch mal. Zur Sicherheit. Ja, scheiße gelaufen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen was habe ich noch. Kann ich aber jetzt noch mal nachbestücken. Merziles, Alter, Dankeschön für 5 geschenkte Subs. Vielen, vielen Dank für den Support. Liebe geht raus, Dankeschön. Honig müssen wir nachbestücken. Da. Lieben gern mehr als verdient. Vielen, vielen Dank. Ah, okay. Sushi ist noch in Ordnung. Makaronis. Da bestelle ich lieber nochmal nach. Building Detective. Dankeschön auch für einen geschenkten Sub an Merziles. Vielen, vielen Dank. Mozzarella und Milch. Milchkartons habe ich noch ein paar. Alright. Mozzarella müssen wir mal schauen. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich hatte hier eigentlich noch eine... Nee, habe ich nicht. Und Reis müssen wir auch bestellen. Sonst noch was? Spaghetti. So, dann der Reis. Rosetten-TV. Ich finde dich irgendwie mega sympathisch, nicht so aufgezwungen, einfach natürlich. Rosetten-TV. Dankeschön erstmal für den Follow. Geiler Name, herzlich willkommen. Und ich wünsche dir natürlich einen schönen Abend, ne? Danke. Okay. Oh, 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 oh. Sushi, Sushi. Wir müssen schnell Sushi nachbestücken. Du bist immer noch dran oder wieder? Ich mache doch mittags immer Pause. Ich bin um 18 Uhr wiedergekommen. Und bin bis circa 21 Uhr jetzt am Start. Und dann ist Schluss für heute. Die Leute tun so, als wenn ich übertrieben viel streamen würde, aber... Im Grunde genommen sind das 8 Stunden am Tag, wie jemand, der normal arbeiten geht. Was sollen denn die Leute sagen, die normal arbeiten gehen? Nee, 8 Stunden ist mir zu viel, Chef. Ich habe auch noch ein Leben. Halle, Abend, wie geht's? Gut soweit, und selbst?
Alles klar, Mighty. Oh, Bier. Die Bierfässer. Oh, ich hab's noch nachgekauft bekommen. Ja, da ist schon wieder irgendwas leer gekauft worden. Ja, ist klar, Junge, ey. Das kann doch nicht denen ihr Ernst sein. Die ganzen Kartoffeln sind schon wieder weg. Bro, in was für einem Tempo? Das sind immer die Leute, die so richtig krass hamstern. Ich sag's euch. Das sind die, die richtig geisteskrank am Hamstern sind hier in dem Game. Die tun so, als wenn irgendwie Corona vor der Tür wieder steht und packen sich hier direkt irgendwie kiloweise die Kartoffeln und alles ein. Eine Frage, lohnt sich das Game? Ich finde schon, ja. Ich bin auch auf Twitch, Philipp, ja? Cursed Racer und Blubberbernte. Zello, dankeschön für die Follows, ihr drei. So. Okay. Ah. Okay, 240 Mitarbeiter. Guck mal, ey, jetzt muss ich nämlich nichts mehr zahlen. Ketchup und Bier sind runter vom Preis. Jan, danke für die Rose. Genauso auch Maxim. Dankeschön. Welches Bier ist vom Preis runter? Das. So, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette, Leute. Dann geht's sofort weiter hier, ja? Sofort wieder da. Jetzt hast du nur wieder eine Zahlung von Kredit. Nur sonst nichts. Na gut, ich habe noch meine Rechnung, ne? Aber das ist ja kein Problem. Jetzt kriege ich das ja alles zurückgezahlt nach und nach. Das kickt ja auch jetzt nicht so rein, ne? Ich habe jetzt 4.600 Dollar. Und ich habe ja auch noch Ware zum Nachbestücken. Ah, Erdnussbutter brauche ich zum Beispiel gar nicht kaufen. Basmati-Reis. Und ein Paket nach. Alles klar, Lara.
Guck mal, ich habe sogar zwei Erdnussbutter-Dinger. Cola können wir auch nachbestücken. Da kann der Karton weg. Da kommt jetzt nämlich wieder erstmal Ordnung rein. Wenn wir jetzt hier nach und nach die ganzen Kartons erstmal leer machen wieder. So. Zack. Haben wir auch ready. Wasser. Okay. Joghurt. Der hat sogar noch was drin. Okay. Thunfisch ist jetzt leer. Lachs. Auch nachbestückt. Und Milchkarton, Sixpack. Markissen, moin. Brauner Zucker, den hatte ich, glaube ich, nachbestückt, ne? Ja. Ah, da fehlt nur einer. So, die Chips. Ich glaube, da war auch alles nachbestückt. Ja, da fehlt nichts mehr. Schwarzer Tee. So. Pommes sind auch nachbestückt. Tütenkuchen. Auch. Monique. Boah, das ist. Also, eigentlich sollte das gar nicht so schwer sein. Muss halt immer gucken, dass du, bevor du den nächsten Tag startest, also Verkauf, immer alles nachbestückst gut, ne? G-Time, würdest du mal Fortnite spielen? Ne. Bin ich gar nicht dran interessiert, wenn ich ehrlich bin. Das catcht mich gar nicht, das Game. Ich habe den gesamten Fortnite-Hype ausgelassen damals. Das Game hat mich zu keiner Sekunde gecatcht, also der Battle Royale-Modus. Ist überhaupt nicht mein Ding. Hat es doch mal eine Kooperation mit Epic Games. Lego Fortnite, ja, war eine Kooperation. Und damals, als ich Rette die Welt gespielt habe, aber das hat ja nichts mit dem Battle Royale zu tun. Ich habe damals Rette die Welt angefangen zu spielen. Da gab es auch noch den Battle Royale Modus gar nicht. So, und der war irgendwann in Entwicklung. Ich habe den schon gesehen, bevor der überhaupt draußen war. Weil die mir, weil die hatten quasi, also Rette die Welt, als Fortnite damals rauskam, gab es ja nur Rette die Welt. Und es gab ja keinen Battle Royale Modus. So, und da hat das keiner gespielt. Also wirklich, also alle haben das Game gedodged, weil damals war dann auch noch PUBG halt richtig groß.
Und Rette die Welt war halt absolut kacke für die Leute. Hat niemanden Spaß gemacht. Ich bin halt sehr gut reingegangen. Und da kam einer der Partnermanager. Heute macht er das, glaube ich, für den europäischen Raum bei Epic Games. Der kam in meinen Stream. Dann haben die mir erstmal so einen Survival-Rucksack geschickt. Im Wert von 500 Euro oder was das war. Also da waren auch so Starter-Packs. Die haben 100, also das teuerste war 150 Euro oder so für Rette die Welt. Das haben die mir geschickt. 3 Stück, also waren da in dem Rucksack drinne. Und dann an der Gamescom habe ich den getroffen. Und da hat er mir dann schon erzählt und gezeigt, was sie vorhaben zu machen. Und meinte, ob ich Interesse hätte daran. Dann habe ich da mal ein bisschen reingeschnuppert, hat mir aber gar nicht gefallen. Und ja, dann haben die sich halt irgendwann nur noch darauf fokussiert. Es kamen ja keine Updates mehr für Rette die Welt sehr lange dann, weil die eher sich auf den Battle Royale erstmal fokussiert haben. Ja, und dann habe ich halt Fortnite so ein bisschen in den Rücken gekehrt, ne? Und dann ist das Game komplett viral gegangen. Aber ich ärgere mich da jetzt auch nicht drüber, ne? Nicht, dass, also, das war ja damals von mir auch eine bewusste Entscheidung, ne? Also, ich hatte da auch nicht das Interesse an dem Spiel. Ist halt einfach so. Ne, packen wir hier hin. Und jetzt gibt's Götter in Battle Royale, die eine Waffe droppen, die unaufhaltsam ist. Ja, ich sag mal so, GameTuber, ne? Alleine die Vorstellung, dass ich damals einer oder der Erste so gesehen war. Es hat sich wirklich... Es gab keinen deutschen Partner also mehr. Niemand hat das Game gejuckt, wo Rette die Welt rauskam. Und selbst am Anfang, wo der Battle-Royale-Modus kam, haben die Leute das Game geshit-talkt, weil die meinten, ja, ist einfach nur ein Abklatsch von PUBG. Und dann ist das Ding auf einmal komplett viral gegangen. Gut soweit, Selina, und selbst? Ich hatte da auch den härtesten Zuschauereinbruch, den ich jemals in den 10 Jahren, wo ich jetzt Streaming mache, hatte, wo Fortnite viral gegangen ist. Wenn du das nicht gezockt hast, da hat sich ein Großteil der Leute nicht mehr für deinen Stream gejuckt. Gar keiner mehr. Okay. Hier haben wir soweit alles nachbestückt. Milch muss ich noch holen. Ich bin jetzt aktuell bei Level 34. Johnny, dankeschön für den Follow. Liebe geht raus. Nochmal Milch. Die hier. Süßigkeiten und scharfe Soße. Olivenöl. Mehl. Pfeffer brauchen wir. Dann diesen Puderzucker hier. Geschnittenes Brot.
BB Lara. So. So, Olivenöl. Maurice, Dankeschön für den Support. Liebe geht raus. So, da müssen wir holen. Apfelsaft, Orangensaft. Cola und so, haben wir noch genug? Oh. Das ist ein Jakobsmuschel. Krateng, da muss ich nachbestellen. Okay, Krateng eingeben reicht nicht. Boah, Kaffee brauchen wir. Direkt zwei, da holen wir eins. Schwarzen Tee. Hol ich auch mal ein. Schokolade brauchen wir auf jeden Fall. Ich könnte auch überlegen, gleich meinen kompletten Kredit erstmal abzuzahlen, damit ich komplett schuldenfrei bin wieder, ne? Dann habe ich nämlich erstmal Ruhe vor diesen ganzen Zahlungen, die dadurch entstehen. Orangensaft füllen wir auch mal direkt nach. Soda auch. So, der ist auch nachgefüllt. Das haben wir auch. Bleichmittel, je nachdem. Ja, Shampoo muss ich auf jeden Fall holen. Shampoo-Reiniger. Das machen wir jetzt erstmal zuerst. So. Zucker-Honig. Habe ich noch Honig im Dings? Nee, ne?
komplett aufgebraucht jetzt. Okay. Hummus. Bier. Fleisch. Tabs muss ich, glaube ich, nicht holen, ne? Und Sandwich. Brot. So, okay, alright. Das müssen wir noch verräumen, die Ware. Und dann könnten wir eigentlich schon starten mit dem Tag. Dann passt das. Okay. Ist aufgefüllt. Na komm. Jetzt noch das andere und dann haben wir's. Können wir loslegen. Wie hoch ist der Kredit noch? Ah, okay, kann ich nicht frühzeitig bezahlen, da habe ich noch nicht genug für. Da müssen jetzt die Leute mal fleißig bei mir kaufen im Laden. Genau, das Spiel kostet bei Steam 12,99. Dosenwurstgesicht, du musst einfach nur Shift drücken beim Laufen. Also wenn du gehst. So gehst du normal, wenn du Shift drückst, dann fängt er an zu laufen. Was wird hier gemacht? Mhm. Bierbauch, Kalle, Abend. Alles gut? Oh, die Krabbensticks wurden jetzt mal gut gekauft. Ich glaube, ich hole mal ein bisschen Hähnchen nach noch.
Spaghetti? Ich glaube, da habe ich nichts mehr, ne? Nee. Wo ich direkt zwei Pakete auf einmal. Da haben wir Olivenöl. Kann ich schon mal direkt nachbestücken. Oh! Junge! Das habt ihr leer gekauft schon wieder? So, jetzt ist genug da. Chips holt er sich gerade. Chips habe ich, glaube ich, nicht mehr auf Lager, ne? Da muss ich... Doch, da. Haben wir noch ein paar. Die macht ihr diesmal nicht leer. Da sind die. Ich mach mal Licht an. Sushi-Boxen. Eddie, dankeschön für 12 Monate. Liebe geht raus. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Kleines Sushi. Joghurt muss nachgelegt werden. Lachs. Ist auch leer. Orangensaft. Da haben die diesmal gar nichts von genommen. So. Hab ich von dem Mehl noch? Aber Hummus muss ich bestimmt auch wieder. Da muss ich immer drauf achten. Das sind immer diese Dinger, die so schnell leer gehen können. Thunfisch ist noch. Kann ich aber auch schon mal nachlegen zur Sicherheit. Klopapier. Zucker. Oh, die haben schon wieder beim Sushi zugelangt, ordentlich.
So. Wie sieht's mit den Chips aus? Okay. Perfekt. Das mache ich eh wieder ordentlich, sobald ich dann nachbestücke. Ja, dass das Bier ausgegangen ist, ein bisschen doof gelaufen, aber ansonsten war alles eigentlich die ganze Zeit da. Junge, was hat er für einen geisteskranken Einkauf? Let's go. 2000 Profit gemacht, Leute. Sodamehl, Bier, Sushi groß, teurer. Soda, Bier. Was war das andere? Soda, Bier. Und war das Mehl? Ja, das war das Mehl, okay. Alright, habe ich mir gut gemerkt. Okay, let's go. Dann tun wir jetzt erstmal schnell auffüllen. Moin Stan, alles gut bei dir? Okay, der ist aufgefüllt. Packen wir erstmal hier hin. Honig. VfXen, moin. Erdnussbutter. Bist ja gut vorangekommen, ja? Grüntee. Parmigiano. Jakobsmuscheln Gratin. Zack. Orangensaft. Haben sie ein bisschen was geholt. So, jetzt gucken wir mal Bier, ne? Bap, bap, bap. Haben wir ein bisschen was schon mal reingehauen hier. Dann hier das Bier noch. Bap, 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 bap. So. Moin, beim Essen ist der Livestream echt gut. Paletten-LP, freut mich zu hören. Ich hoffe, dir geht's gut auch, ne? Wie lange hat man Zeit, alles aufzufüllen? Chlenny. So lange, bis du den Laden öffnest. Also du kannst das ganz entspannt machen. Du hast da keinen Stress oder so. Oh, apropos, ich muss mal ganz kurz noch eine Sache machen und zwar, bap, bap, Rechnungen sind bezahlt, das zahlen wir auch schon mal zurück.
Bist du auch auf Twitch? Ja, auf Twitch heiße ich G-Time TV. Einfach G-Time TV. Nein zu, moin. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Alles gut? Bin krank, Meister Egon Kowalski. Ich wünsche dir eine gute Besserung, mein Lieber, ja? Dass du schnell wieder gesund wirst. Kommt überhaupt noch was richtig Krasses? Was verstehst du unter was richtig Krasses? Crysoon, moin, alles gut? Oh, das können wir bestimmt auch auffüllen. Justin, Sabrina, Dankeschön für eure Follows, ihr beiden. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid. Okay, das ist jetzt auch leer. Sehr schön. Moin, alles gut bei dir? Ja, und selbst? Milian. Immer G, hoffe doch auch bei dir. Ja, alles bestens. Danke, danke, Leute. Ja, Moussaka müssen wir gleich noch mal ein bisschen holen. Okay. Apfelsaft und so ist schon nachbestückt. Okay, dann haben wir alles bestückt wieder. Dann geht's los. Käse. Großes Pack Eier. Butter haben wir noch im Lager. Salz kann ich auch schon mal direkt nachfüllen dann. Klopapier wahrscheinlich auch. Kartoffeln. Steak holen wir. Zack. Nudeln brauchen wir. Mozzarella. Dann ein kleines Pack Eier. Habe ich das nicht sogar noch? Okay, brauchen wir nicht bestellen. Kann ich abbestellen wieder. Normalen Käse noch. Das sieht gut aus. Cola müssen wir noch eine Kiste holen. Milch holen wir eine. Und Macaroni.
Okay, da kann ich sogar noch einen holen von dem Käse. Hatte mal Praktikum im Einzelhandel gemacht, das war Horror und nicht so entspannt. Karma Wind, da solltest du am besten das nehmen, was dich catcht. Rosate ist Abend, alles gut? Noch was drin. KI-Breaker, Abend. Hättest du trotzdem vielleicht einen Vorschlag? Story-Games technisch. Also, da gibt's ja mehr als genug, ne? Ich weiß ja überhaupt nicht, was dich interessiert. Also, es ist immer schwierig, jemandem etwas vorzuschlagen, wenn man nicht den Geschmack der Person kennt. Und ich weiß ja auch nicht, ob dir die Story-Games, die ich geil finde, gefallen. Cyberpunk ist schon ein geiles Game. Hat auf jeden Fall auch eine sehr geile Story, ne? Die Automata hat aber auch eine sehr geile Story. Genauso auch wie The Witcher oder auch Skyrim, ne? Aber bei Skyrim, da bist du auf jeden Fall sehr lange beschäftigt, wenn du das spielen willst. Das ist nämlich der nächste Punkt, ne? Also, was hast du vor, wie viel Zeit möchtest du gerne am liebsten in dem Game verbringen können? Bei Skyrim reden wir nämlich von mehreren hunderten bis tausend Stunden. Wenn du das sehr ausführlich zocken willst. Weißt du was über Helldivers 2, ja? Linksanwalt, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass dir hier Spaß macht. Assassin's Creed, die letzten drei Spiele. Ja, aber sowas wie Black Flag ist auch sehr geil, ne? Alles Games, die sich lohnen. Ich finde es schon lustig, der Ware liegt so im Lager, aber zum Verkauf in Kühlung. Naja, wahrscheinlich, weil der Entwickler es noch nicht geschafft hat, zeittechnisch in das Spiel sowas einzubauen, dass du für gekühlte Ware auch ein Kühlhaus brauchst und so, um die einzulagern.
Perfekt. Nee, Mitarbeiter zum Einsortieren gibt's aktuell nicht. Das sind alles noch Dinge, die kommen sollen. Schwarzen Kaffee. Shampoo, Seife, Reiniger. Tabs hole ich auch direkt nochmal. Mehl, Schokolade. Schoki, so. Holen wir noch Schokopops. Bam, haben wir auch. Sehr schön. Können wir das schon mal einsortieren? Seife. Ganzen Reiniger können wir auch noch einsortieren. Bup, bup, bup. Passt perfekt. Ist der Karton auch leer? Kaffee. Schwupp, schwupp. So, Tee schwarz können wir noch holen. Zack. Ich glaube, wir holen auch noch geschnittenes Brot. Ja. So, dann hier. Mayo, Ketchup. Zweimal Fässer holen wir. Und Blondes. Mayo, Ketchup, zweimal Fass, Blondes, kaufen. Perfekt. Mehr passt da nicht hin. Okay, dann kann das ins Lager. Da. Ketchup haben wir da.
Nachbestellt. Mayo. Auch gut. So, nur noch ein Bier vom Fass, bitte. Bester Mann, moin, alles gut? Okay. Ich glaube, der Laden sieht wieder gut bestückt aus. Ja, wobei, Fries würde ich noch gerne holen. Da kann ich auch direkt nochmal einen Karton Bleichmittel dazu nehmen. So. Ja, da haben wir den nämlich auch leer bekommen. Perfekt. So. Gut, auf geht's. Nächster Tag. Rechnungen sind alle bezahlt. Balla, moin. Coole Ente. Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Moin, Dr. Triox. Gibt es irgendwann Einräumpersonal? Ist wohl, wie gesagt, in Arbeit. Oh, ich sehe gerade. Müsli. Salz hat sich direkt hier ein paar Streuer eingesteckt. Olivenöl. Das geht noch viel größer, Big Ben. Viel, viel größer. Ah, Sushi haut rein beim Preis, ne? Aber jetzt habe ich erstmal wieder auf Lager. Chips.
So. Schon wieder Pfeffermühlen gekauft. So, direkt nachbestücken immer. Klopapier. Pascal, ey, das freut mich wirklich zu hören, Mann. Danke, danke. Moin, ey. Wo hatte ich den Karton mit denen? Da. Ich muss Eis holen. Wie sieht's mit den Krabbensticks aus? Okay, gut. Pizza. Wie sieht's mit der anderen Pizza aus? Okay, die müssen wir auch holen. Oh, schnell, schnell, schnell. Oh, noch geschafft. Bitte um Licht, abgelehnt. Zack. Kaffee. Der auch schon wieder gut zugelangt. Oh, der geröstete ist auch schon richtig gut weg. Da gucke ich mal, dass ich noch was nachlege. Da habe ich ihn. Sushi, ja, legen wir auch nochmal nach. Geht's nämlich schon wieder los? Spaghetti hatte ich noch, ja. Orangensaft. Klopapier. Habe ich da überhaupt noch was? Nee, ne? Okay, das wird aber reichen. Es ist schon 9 Uhr.
Kartoffeln habe ich nicht drauf geachtet. Okay, die haben sie diesmal nicht leer geradet. Na, jetzt wo die Kredite abgezahlt sind, geht's auch mit dem Geld gut ab, ey. So, letzter Kunde wird gerade bedient. So, dann schauen wir mal. Tag 71, 51 zufriedene Kunden. Krabbensticks, Shampoo hoch, Bleichmittel runter. Krabbensticks, Shampoo hoch, Bleichmittel runter. Mortis, ich könnte mir vorstellen, dass die Größe des Ladens vielleicht darüber entscheidet, wie viele Kunden pro Tag kommen. Weil logischerweise musst du ja, wenn du den Laden vergrößerst, von der Fläche auch mehr einnehmen. Also jetzt rein von der Logik her würde ich das jetzt so denken im Spiel. Weil du musst ja das gegenfinanzieren können. Ne? Das heißt, der Entwickler muss ja dem Spieler mehr Kunden pro Tag geben. Oder die Kunden müssen mehr einkaufen bei einem größeren Laden. Weil du musst ja dann auch viel mehr Miete zahlen. Deswegen würde ich jetzt rein von der Logik her sagen, dass wahrscheinlich, wenn du den Laden vergrößerst, mehr Kunden kommen oder die Kunden mehr kaufen. Sehr schön, die letzte. Was wird die nächste Investition? Ich werde den Laden vergrößern. So.
Kartons sind verräumt. Schmeißen wir auch weg. Jetzt haben wir noch Fritten. Alright, okay, dann würde ich an der Stelle erstmal die Session beenden für die Leute auf YouTube, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar da. Und wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt und es noch nicht gemacht habt, haut gern ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Und beim nächsten Mal geht's hier an der Stelle weiter. Ich speichere auch hier, ne, damit ihr auch direkt seht. Schon mal alles abgespeichert. Beim nächsten Mal müssen wir dann nur noch bestellen und nachbestücken und dann werden wir uns wieder ins Getummel stürzen. Also, bis dann. Tschüss zusammen.